Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Great Autosport. In der letzten Folge haben wir einen recht ansehnlichen Start hingelegt. Und ich hoffe, dass wir jetzt hier mal dran anknüpfen können. Auf geht's. Es war eine harte, aber vertraute Strecke. Ich hoffe mal, dass wir hier gut was erreichen können. So, Rouge, aufpassen, Kinders. Okay, man kann sie Vollgas durchfahren. Sehr gut. Jetzt geht's hier durch diese schöne Kurve. Ich meine die hier, genau die hier, kann man sehr schön schnell hier durchfahren. Was mir gerade aufgefallen ist, dass sich die Reifen in der Kurve so verzerren. Das ist mir noch nie aufgefallen hier in Great Autosport. Finde ich cool, dass das hier umgesetzt ist. Ah, verdammt. Das war nicht so günstig. Das hat Zeit gekostet, keine Frage. So, ich hoffe, dass wir diesmal den ersten Platz holen können. Tendenz ist ja da. Wir sind abgesackt. Die Messlatte liegt jetzt also noch höher. Ach, Mann. Schon wieder. Come on. Shit. Ohne die Strafe hätte das jetzt bestimmt geklappt. Leute, ranhalten. Ranhalten. Okay, ich glaube, es ist jetzt schon schwieriger. Okay, jetzt geht die Tendenz wieder in die richtige Richtung. Es bleibt spannend. Strafe sollten wir jetzt vermeiden. Sehr schön. Ach, Mist. Ah, Bruder, muss los. Okay, dritter Platz. Wir sind auch ein Stück weiter abgesackt. Alles klar. So Leute, direkt die Tür zumachen, ihr wisst Bescheid. Ach, was willst du eigentlich? Ach, Mando. Mando. Leute, langsam wird es aber hier ein bisschen komisch. Huch. Oh, wow. Alter. Fliegen die Funken, Bruder. Ja, richtig zur Sache. Boah, der rutscht jetzt mal richtig rum hier. Hoppala. Huch. Getroffen. Aber hält sich in Grenzen. So, Leute, ranhalten. Den könnte ich mir jetzt auch holen. Ja, das war jetzt mit ziemlich harter Hand wieder. Ich muss die Dudes hinter mir halten. Aufpassen. Was soll das denn? Da konnte ich jetzt nichts machen, Leute. Da war ich jetzt machtlos. Wie sieht die Karre aus? Ja, wir haben schon mal einen ordentlichen Schaden. Haben wir noch Abtrieb? Anscheinend ja. Werden wir erstmal ganz übel gedreht. Mann. Das war natürlich auch wieder. Das war natürlich dämlich. Aber ich kann noch so weiterfahren. Es geht noch klar. Überholen in der Urus. Das ist natürlich eine der dämlichsten Sachen, die man machen kann. Da war ich auch wieder unaufmerksam. Alter, was macht denn der Kollege? Was machst du? Alter. Wir müssen aufpassen. So, der geht wieder vorbei. Was kann ich kontern? Ja, ich habe einen Motorschaden, das muss man auch beachten. Aber sehr gut, ich komme wieder vorbei.
So, den nächsten habe ich auch. Hoppala. Ach, Mist. Mando. So, Leute. Mit einer Strafe zum Abschluss geht's ins Ziel als Zwölfter. Mit einem schwer beschädigten Auto. Ja, der lässt aber auch nach, hör mal. Wir müssen das Ruder im nächsten Rennen rumreißen. Wir haben etwas an Boden verloren. Das ist mir klar. Hier sehen wir noch die Fahrerwertung. Wir sind auf Platz 7. Wir sind also zurückgefallen. Gut. Sehen wir mal zu, dass wir uns gleich im Rennen im nächsten wieder nach vorne arbeiten. So Leute, auf geht's. Oh, da kommt schon der nächste. Direkt die Tür zumachen hier. So. Der Start war schon mal ganz okay. Einen Platz konnten wir verteidigen. Den anderen aber leider nicht. Oh, Alter. Der Kicker rutscht ja ganz ordentlich rum hier. Was war das denn? Jetzt auch nicht zur Sache. Bruder, ich wollte gerade ein Thumbnail rausrendern. Habe aber meinen Wagen zurückgesetzt. Okay, ich starte das nochmal neu. Komm. Das muss man auch erstmal schaffen. So, die beiden Raven oder wer ist das? Wahrscheinlich sind das die Raven. Die rammen sich schon mal ordentlich. So, jetzt nochmal. Wiederholung. So, jetzt habe ich es hingekriegt. Huch! Hallo! Krieg dich mal ein. Leute, Windschatten. Da war er ziemlich weit rechts, finde ich. Aber okay. Harte Hand, Leute. Harte Hand. So, Wesley ist der Nächste. Ich habe deinen Teamkollegen gebeten, ein paar Plätze gut zu machen. Den dürfen wir nicht vergessen. So, ich glaube, nächste Runde ist der Dude unser. Ach, shit. Aber gut, ich konnte ihn noch hinter mir halten. Keine schlechte erste Runde. Du bist auf dem zweiten Platz. Jetzt müssen wir uns aber ranhalten. Komm ich ran? Ja, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus, Leute. Dann warte du, dich kriege ich. Wir haben wieder ein Sponsorenziel erfüllt. Was war das? Kleines Missverständnis. Ja, gut gemacht. Fahr mir noch vor, kein Ding. Mann, es war so gut eben. Und jetzt haben wir es wieder in den Sand gesetzt. So, Viertender. Platz wird es. Viertender. Was ist denn hier los? Okay, der 13. noch besser. Der Teamkollege war das. Okay. Mit diesem Ergebnis hast du das Teamziel erreicht. Sehr gut. Aber ich hätte mir natürlich noch ein besseres gewünscht. So, gehen wir mal weiter. Platz 8. Na gut. Was soll's? Aber das sieht schon mal sehr gut aus. Du drückst dieser Disziplin wirklich deinen Stempel auf. Es wird ab jetzt zwar immer schwieriger, aber ich bin sicher, du kriegst das hin. Ja, ich denke es auch. Nur ich darf nicht so oft noch am Ende was in den Sand setzen. Gut. Platz 8.
In der kommenden Saison steht dir eine neue Tourenwagenmeisterschaft offen. Ja, Leute, ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir eine Streetmeisterschaft fahren. Können wir gerade mal gucken und uns schon entscheiden. Performance. Ja, es riecht nach dicken Dingern. Okay, Leute, ihr wisst Bescheid, was wir in der nächsten Folge machen. Danke fürs Zuschauen, ich bin raus. Ciao.